Herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest hier zu einer neuen Folge Lotus Simulator. Ja, gesagt, getan. In der letzten Folge hatte ich es angesprochen. Wir werden heute mal in der Folge den gesperrten Abschnitt uns direkt mal mit dem Bus anschauen. Und dementsprechend habe ich mir das Ganze hier rausgesucht. Lotus Tools, Early Access Repaint draufgeklatscht und natürlich dementsprechend mit, ja, nicht einsteigen. Also das heißt, wir haben heute mal keine Ansagen. Ja, das hatten wir ja alles in der letzten Folge gesehen. So, ja, bin natürlich gespannt hier, wo es jetzt hier so ein bisschen lang geht. Ich bin schon lange kein Bus mehr gefahren hier im Lotus-Simulator. Gibt jetzt auch nicht gerade, ja, die Strecken dazu dementsprechend. Aber mal gucken, vielleicht hat diese Karte ja hier so ein bisschen Potenzial. Man weiß es ja nicht, ne? Das wäre auf jeden Fall eine geile Sache, wenn man jetzt mal auch so eine kleine Buskarte mittlerweile mal so machen könnte, wo man halt mal so ein bisschen, ja, hin und her fahren könnte. Wir werden uns das Ganze, wie gesagt, jetzt dementsprechend mal so ein bisschen anschauen. Bus ist soweit fertig und ja, von daher würde ich sagen, springen wir rein. Der Bus hat sich aktuell in der aktuellen Version noch nicht verändert, so wie er halt zum Release war. So ist er auch heute noch. Ne? Wir sehen es hier, also es hat sich hier nichts verändert seit dem, ich weiß gar nicht, wann kam das? 24.12. glaube ich, kam das Ganze. Also, ne, könnt da jetzt wieder beruhigt sein. So. Dann, warte, oh, wie waren die Tasten gewesen? Weiß ich gar nicht mehr. Wie man wieder seine Besitzposition wieder einstellen konnte. So, es ist wurscht. Jetzt ist es sowieso egal. Wir fahren jetzt. So, Spiegel funktionieren. Wundervoll und dementsprechend ab geht die Luzi. Wir sagten die Fahrgäste hier ein, die jetzt hier von der Straße mal nicht mehr weiterkommen können. Ach, wenn doch Omsi nur so gut laufen würde, weißt du, das wäre doch himmlisch. Leider fehlt ja hier noch so ein bisschen was. Ich meine, nimm bei Omsi einfach die KI raus, die Menschen raus. Weißt ja auch nicht, wie es läuft, ne? So, naja, guten Tag. Schönen Tag, einsteigen bitte. Aber auch cool, wie das Ganze da, der Blinker schon sich am Haus so leuchtet. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Los geht's! Nee. Aber man muss sagen, die Breite ist gut hier, ja, also keine Schwierigkeiten jetzt hier mit dem Bus jetzt hier reinzufahren. Das finde ich schon eine ziemlich coole Sache. So. Passt natürlich, dass wir hier auch gestellt haben, nicht einsteigen, ne? Mal gucken, haben wir nicht noch ein anderes Ziel hier, was vielleicht ein bisschen sinnvoller ist? So, Zielcode, Schwamming Nord, Ausrückfahrt, Sonderfahrt. Das könnte man machen. 912. Machen wir einfach Sonderfahrt raus. So, das können wir so lassen. 912, perfekt. Sonderfahrt, wundervoll. So, Türe zu. So, dann können wir sie einsteigen lassen hier, die Fahrgäste. Ab rein in die Sonderfahrt.
Ach, guck mal hier, also ist zum Beispiel auch ein Fehler. Ah, hier zieht sich irgendwas runter. Ne? Muss man wahrscheinlich nochmal neu legen oder sowas. So, ausgetrickst. Oh. Jetzt. Haha. Wir mussten mal schnell sein, ne? Nicht, dass er hier nochmal irgendeine Häuserwand hinsetzt, sondern wir fahren dagegen denn oder sowas. Nein. Deswegen schnell aufgenommen noch. Ne? So wie ich es ja in der letzten Folge gesagt hatte. Lass uns das Ganze mal anschauen werden. Jetzt kommen wir nämlich auch. Jetzt können uns so eine Straßenbahnsperrung nicht mehr aufhalten. Nein. Oh, das war der Bordstein, den wir mal mitgenommen haben. So muss das laufen. Hier haben wir noch eine Wendeschleife, die wir reinfahren können. So, warte mal, was steht hier? Anlieger frei. Das können wir jetzt halt machen, ja. Wir können uns jetzt immer beides angucken. Straßenbahn und Bus. Großartig. Ja. Hier ist jetzt so wirklich Baustelle, da können wir jetzt so gar nicht reinfahren. Wenn wir auch von oben gucken, dann sehen wir das Ganze halt auch dementsprechend. So, hier haben wir jetzt auch nichts. Was steht da? Haltestelle vorübergehend außer Betrieb. Hier haben wir noch einen kleinen Kiosk. So, hier ist Endhaltestelle, Leute, alles aussteigen. So. Alles aussteigen, Endhaltestelle. So, wir sind jetzt hier auf der Linie 21. So, jetzt können wir mal ganz kurz mal von oben drauf gucken, bis wohin wir jetzt noch kommen könnten. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt hier, drehen hier und fahren dann wieder hier so zurück. Weil hier ist ja nun, ja, hier ist ja wirklich, wirklich Baustelle, also da brauchen wir nun gar nichts machen. Ja, dann könnten wir schon wieder in Richtung zurückfahren. Das machen wir. Ich mache nun gerade meine Karte auch soweit fertig für Bus. Damit man da auch ganz normal langfahren kann, ohne groß Probleme. Das kannst du jetzt so gut machen, jetzt so Straßenbahn. Mit Bus jetzt, dass du die Zubringer dann halt holst oder sowas, ja, wenn Straßenbahnbaustellen sind und alles was, ja, dann nimmst du den Bus und dann kannst du das Ganze. Ey, du könntest so geile Szenarien bauen, ja, auch wenn jetzt halt noch echt nicht viel los ist und du keine Passanten hast und keinen Verkehr, ja, aber du könntest das so, so geil in Szene setzen. Naja, wenn ich mehr Zeit hätte, leider fehlt sie mir. Schüler müsste man jetzt nochmal sein. Damals beim Microsoft Train Simulator, was ich da gebaut habe, Wahnsinn.
Ja, also was ich damals gebaut habe, da hatte ich wirklich Zeit gehabt, ja. Also da ist ordentlich Zeit reingeflossen. Und jetzt, mittlerweile ist es so, dass mir die Zeit so unglaublich fehlt. Ja. Also ich muss jetzt schon wirklich dreimal überlegen, was nimmst du jetzt da auf? Ja? Was macht jetzt eher Sinn, jetzt da aufzunehmen? Und ja, streamst du wirklich heute X-Plane oder müsstest du nicht eigentlich irgendwas anderes machen und so weiter und so fort? Das ist mega anstrengend, wenn du echt keine Zeit mehr hast. Sonst wäre schon längst das neue Update von Straßenbahn Forsthausen draußen. Immer schön durchgeschüttelt hier im Bus. So läuft das. Hier müssen wir nach links. Oh, da ist eine Ampel runtergefallen. Seht ihr das? Da ist eine Ampel runtergefallen. Ach, macht schon Spaß. Macht wirklich Spaß. Das Ganze dann auch noch ein VR und alles sowas großartig. Ja, also, das kann ich absolut empfehlen. Ja, solltet ihr mal irgendwie die Chance haben oder sowas an eine VR-Brille ranzukommen. Und ihr seid Fan von Lotus, dann ja, unbedingt mal anschauen. Oh. Eieiei. Passen nicht beide rein, wa? Oder? Ja, doch. Könnten beide da reinpassen. Gerade mal so. Das ist aber schon Schamhaaresbreite hier, Alter. Das ist so wirklich Also im Normalfall würde ich da jetzt wahrscheinlich nicht nochmal durchfahren, denn ja, das reißt hier mal eben schnell wirklich mal alles ab hier. Aber es geht, ja. Also du könntest hier durchfahren. Alter. Ja, so sieht's doch aus, Leute. Sonderfahrt. So. Machen wir mal heute mal so ein Bild. Kann ja auch mal schick aussehen. So. So.
Ja, sind wir ja auch schon wieder gleich am Startpunkt angekommen, wo wir losgefahren sind. Am Betriebshof direkt ging es los. Ja, da ist natürlich dann auch der ideale Punkt, dann zu wenden. Der Rest schafft ja die Straßenbahn. So, liebe Leute, Endhaltestelle, bitte alles aussteigen, bitte alles aussteigen. So, die Sonderfahrt ist beendet. Drehen wir jetzt nochmal schnell und dann. Eine sehr, sehr schöne Map auf jeden Fall. Also, Dr. Black Error, super, super schöne Arbeit. Freue mich auf weitere Updates. Ja, also kannst mich da auch gerne auf dem Laufenden halten, wenn du es möchtest. Ja, da kannst du da gerne was schreiben oder so. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Auf jeden Fall ist das mal seit langem mal wieder eine richtig, richtig schöne Karte. Macht Spaß, auf jeden Fall diese Karte abzufahren. Und ich hoffe, dass wir halt auch zukünftig halt von der Karte noch deutlich mehr sehen werden. Und ja, hoffe dementsprechend, dass auch die Qualität halt dementsprechend so bleibt, wie sie jetzt hier der Fall ist im aktuellen Stadium. Ja, das war es auch mal mit dem Bus. Wir sind heute in verbotene Gebiete gefahren, da wo man hätte mit der Straßenbahn nicht durchfahren können, sind wir heute mit dem Bus einfach mal schnell schwuppdiwupps da mal reingefahren und haben heute mal so eine kleine, ja, die Bustour übernommen. Und ja, gerne, wie gesagt, falls euch, wie gesagt, hier irgendwas aufgefallen sollte, schreibt es in die Kommentare. Habt ihr irgendein Thema? Denn wie gesagt, nutzt das Ganze. Ja, auch Danksagung könnt ihr gerne hier in die Kommentare schreiben an den Dr. Black Error für die doch eigentlich echt wunderschöne, wunderschöne Karte. Ja, bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, dass wir uns zum nächsten Part hier wiedersehen, wenn es endlich weitergeht mit einer weiteren Folge Lotus Simulator. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.